Hallo und herzlich willkommen zum dritten Let's Play Part von Prince of Persia, dem Epilog-DLC. Hier ist wieder euer Oliver3911, ich begrüße euch zurück und wir sind, wie gesagt, hier auf der nächsten Ebene, habe ich am letzten Part schon mal angesprochen, von daher machen wir jetzt einfach mal eiskalt weiter. Hier gibt es eindeutig ein neues Gameplay-Feature, und zwar, dass die Viecher uns jetzt sogar in sicheren Optionen, Positionen versuchen anzugreifen, wie man ja gerade gesehen hat. Aber das ist nicht so schlimm, denn das Ganze ist ja zum Glück so getimt, dass man das alles gut hinkriegt. So, ich nehme mal an, wir müssen nach unten. Nur wohin genau? Ich denke mal einfach mal jetzt runterfliegen und mal gucken, wo wir hin müssen. Mitte durch? Mitte durch, okay. Hui, eng. Gut. Ziemlich dunkel hier alles. Also Ahriman hat hier schon ziemlich viel Schleim verteilt. Dann müsste man echt mal die Ghostbusters rufen mit ihrem guten Schleim. Echt mal, das wäre eine geniale Idee. Scheiße, zu dumm gesprungen. Da hat ein Pixel oder sowas gefehlt. Ach, verdammt, sowas hasse ich ja. Egal, egal. Ich lasse euch nicht fallen. Und eigentlich war ja zu diesem Zeitpunkt jetzt, wenn ich hier Let's Play angesetzt, dass Andi und ich und wie gesamte Team vom Zockerrevier unseren Podcast machen. Verdammt. Unseren Podcast machen zur E3. Der war für heute angesetzt, aber leider hat, zwei Drittel davon keine Zeit. Ich habe Zeit, aber jetzt ist egal. Andi hatte eigentlich auch Zeit, nur halt lieber Mr. TomTom 159 hatte keine Zeit, der Arsch. Und naja, von daher haben wir es verschoben. Scheiße, ich könnte warten. Jetzt weiß ich was. Okay, ich muss da warten. Gut. Das erinnert mich jetzt irgendwie extrem wieder an auch Forgotten Sands. Ich vergleiche irgendwie diesen Prince of Persia auch ständig mit Forgotten Sands, obwohl der Forgotten Sands ja viel später ist. Scheiße. Ach. Ah, der basiert halt irgendwie genau auf diesem Spiel. Ich weiß nicht, irgendwie sind die beiden Spiele sich so extrem ähnlich. Das ist ja schlimm. Egal, auf jeden Fall gibt es da auch solche Stellen, wo man halt so extrem mit so getimten Hin- und Her-Sprüngen mit Dönsen machen muss. Da sind es dann aber halt Klingen und so, ne? Säbel, die aus der Wand kommen. Hier ist es Schleim. Aber das ist halt beides sehr ähnlich. Ich glaube, da wird da vermutlich auch vielleicht der ähnliche Creative Director oder irgendwas dran gesessen haben, wer weiß. Könnte gut sein, dass hier die ähnlichen Personen dran saßen. So, ich denke mal, hier müssen wir nach unten und dem Schleim ausweichen. Gut, das kriege ich hin. Das ist jetzt nicht so schwer. Zum Glück. Muss nicht mal alles schwer sein, ne? Oh, und ich höre einen Gegner. Einen Standardgegner. OMG! Jetzt ihr! Den werden wir mal ganz gechillt an den Rand knallen. Wie viele davon gibt es noch? Und dann wäre die Situation auch schon geklärt. So sieht's aus. So, Ahriman, komm doch mal lieber persönlich her, statt uns ständig deine Schergen auf den Hals zu hetzen. Mann, das geht nervt ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Fresken gibt's eigentlich? Würde mich mal interessieren. Jetzt frage ich mal Elika, wo ich eigentlich lang muss. Das habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Immer an hier rüberspringen, oder? Irgendwie. Ah, okay, wir müssen hier, glaube ich. Alter. Noch weiter nach unten. Kann das sein? Elika? Ja, noch weiter nach unten. Okay. Dann mal los. Ah, okay. Dafür ist auch die Wandhalterung gut. Die habe ich jetzt nämlich irgendwie gar nicht vorgenommen. Egal. So, mal gucken. Hier geht's weiter an dem Ring entlang und ran an die Wand. So sieht's aus. Kommt hoch! Okay, hier würde ich mir jetzt eine etwas weitere Kameraperspektive wünschen, weil ich gerade null Übersicht habe. Nein! Ach komm, ich drück doch immer nach oben. Das sind die Situationen, die mich echt ankotzen. Wenn du den Stick wirklich nach oben drückst und das Spiel das nicht erkennt. Hä? Was war das? Wenn wir fliehen, suchen wir uns eine Ebene? Oder was? Hä? Jetzt bin ich auf dem Post. Egal. War nicht wichtig. War nicht wichtig. Wenn man es nicht verstanden hat, war es nicht wichtig. Aber ich will wirklich irgendeinen Shader oder so. Weil der Prinz sieht auf einmal so plastisch aus. Und auch Elika. Ich meine, das ist kein schlechter Effekt. Versteht mich nicht falsch. Es sieht gut aus, aber es sieht halt ungewohnt aus. Erinnert mich so ein bisschen an diesen ersten Trailer, den es gab. Den allerersten. Wo es noch Journey hieß, dieses Spiel. Da hieß es ja noch Prince of Persia The Journey oder so. Da waren die ja auch so plastisch. Dann gab es ja diesen Shader, der dann drüber gelegt wurde. Und dann wirkte das Ganze halt wirklich sehr schön märchenhaft, wie aus einem Schwung. Jetzt sind es halt nur noch 3D-Texturen und so ein Gedöns, ne? Ah, ich nehme mal an, springen.
Okay, gut. Das war eng. Aber gut, dass die Kamera so ein bisschen auseinandergegangen ist. Ich bin wegen euch hier. Vergessen? Aber ich schickte euch fort. Na, ihr hättet lauter sprechen können. So sieht's aus. Machen wir weiter. Links oder rechts? Oh, rechts ist nichts, also würde ich sagen links. Ich habe übrigens auch keine Ahnung, wie lang dieser DLC ist. Die üblichen 10 € DLCs gehen ja so 1 bis 2 Stunden. Vielleicht schaffe ich das sogar in einer Aufnahmesession, dieses Ding. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf, das in einer Aufnahmesession durchzuspielen. Mal gucken, wie weit ich das schaffe. Aber da hätte ich gerade Bock drauf, das in einer Aufnahmesession direkt durchzuspielen. Obwohl, wenn man bedenkt, dass die Tomb Raider Underworld DLCs, die waren ja auch recht lang. Und da habe ich auch länger als 1,5 bis 2 Stunden dran gesessen, glaube ich. Müssen wir mal nachgucken, wie viele Parts das waren. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Mache ich mal anders. Aber es fehlen halt noch ein paar Gameplay-Elemente, die ich weiß, dass die noch kommen. So ein Gameplay-Element weiß ich definitiv noch, dass noch kommen wird. Von daher, mal schauen. Ich denke nicht, dass ich das in einer Aufnahmesession schaffe. Aber es wäre schon cool. Oh, ich dachte, es ist jetzt so eine Art Cutscene, die mir den Weg zeigt oder sowas. Das kennt man ja aus Tomb Raider. Oder aus einem anderen von Prince of Persia oder sowas. Da habe ich jetzt irgendwie drauf gewartet. Halt immer so eine Kamerafahrt, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Ah, die kam nicht. Naja, egal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. In welchem Spiel ist denn sowas immer Standard? Da gibt's doch, ja, in den meisten älteren. Hier in Sands of Time zum Beispiel, im ersten Prince of Persia ist das ja... Oh Gott, ist das ein Fluss aus Schleim? Wir sind abgeschnitten. Wir müssen durch dieses Tor. Ah, guck mal, Kraftplatten. So wie... mir mit dieser Winde. Oh, hier seht ihr das an den Fluss aus Schleim. Drehen wir doch diese Winde. Geil. Hinten ist ein Fresko. Ich sehe es. Mal gucken, ob wir das irgendwie erreichen werden. Mal schauen. Das muss doch irgendwo hinführen. Lol. Egal. Machen wir mal weiter. Wie komme ich an dieses Fresko da hinten? Mal schauen. Ich weiß nicht, wie viele es von diesen verdammten Teilen gibt, aber ich will alle haben. Verdammt. Habe ich jetzt den Doppelsprung vergessen. Mist. Egal, dann machen wir... Nein, jetzt machen wir nicht. Jetzt fallen wir nochmal in den großen Sumpf aus Schleim. Also spätestens in diesem Let's Play würden wir das mit den 100 Mal sterben nicht schaffen. Aber müssen wir hier auch nicht, weil ich habe ja den Erfolg schon. Von daher ist das ja egal. Sollten wir wirklich jetzt schon da dran kommen? Nein. Wäre aber schön gewesen. Und sie sind übrigens von ihrem, von meinem ersten Part angesprochenen Prinzip abgehauen. Ein bisschen klettern, dann in Standardgänger reinknallen und dann ist gut. Nicht beleuchtet. Vielleicht gibt es eine Art Tempel, wo wir die Platte aktivieren können. Nein. Oder es gibt einen anderen Ausweg. Wir können nirgends hin. Auch wenn wir entkommen, werden wir keine Zuflucht finden. Mir fallen 100 Orte ein. Und Ahriman wird uns überall hin folgen. Ahriman, seine Kraft wächst. Er kommt näher. Ja, ja, aber näher reicht nicht. Das wird nicht so enden. Oh. Ah! Es gibt immer einen anderen Weg. Und es gibt jetzt auch eine neue Kraftplatte, wie man sieht. Was ist das hier? Wenn ich es wüsste, könnte ich vielleicht einen Weg finden. Ein Hammam, ein Dampfbad. Wenn das Wasser durch diese Tore da abfließen konnte, warum nicht auch das Dunkel? Egal was, versuchen wir es schnell. Wenn die Platte kein Zeichen war, was dann? Wir müssen weiter. Jo. Nicht aufgeben, jetzt nicht, wo endlich etwas auf eurer Seite zu sein scheint. Okay, es gibt auf jeden Fall eine neue Kraftplatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sie macht. Ach, sie lässt uns hin und her fliegen. Was für ein Wunder. Nieder Kraftplatte ist was schön, aber eine neue wäre auch cool. Solange es anhält. Und, 10 Gamerscore. Glückwunsch, ihr habt die Energiekraft erworben. Ah, okay. Ah, okay, das ist die Kraftplatte, die, so Gegenstände aus der früheren Vorzeit irgendwie erschafft. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist mir egal, weil da unten ist das Fresko. Das hätte ich gerne. Aber ich glaube, auch so komme ich da nicht ran. Schade. Wie komme ich denn da ran zum Teufel?
Da sind Klettergedöns-Teile. Dann sieht es da hinten aus nach Klettergedöns. Okay. Na gut. Also auf jeden Fall ist das eine Energieplatte. Die macht halt so, weiß ich nicht, die erschafft Wandteile. Was, wie gesagt, eine coole Fähigkeit ist. Und das war halt das von mir angesprochene Gameplay-Feature, was auch neu ist. Diese neue Kraftplatte. Ich überlege gerade, ob es noch ein Feature gab, welches ich gerade nur nicht mehr weiß. Aber mal schauen. So, hier haben wir auch noch eine rote Kraftplatte dahinter. Ich würde mal sagen, da müssen wir jetzt einfach mal ran. Da drehen. Oh, Moment. Jetzt. Die Dunkelheit ist abgesunken. Seht ihr? Noch sind wir nicht entkommen. Aber die Kraftplatte ist frei, also los geht's. Oh, einfach mal weiter. Ich muss immer aufpassen. Ich will dieses Fresko noch erwischen. Das ist irgendwo da unten. Aber schauen. Entweder wir kriegen es oder wir kriegen es nicht. So einfach ist doch mal die Logik, ne? Habe ich euch eigentlich jemals die Definition eines Verrücktsein erklärt? Man macht dieselben Dinge immer und immer wieder. Ja, Insider aus Far Cry, ne? Kennt man ja auch nicht. Ah ja, hier jetzt tauchen diese Dinger auch während des Laufens auf. Das ist ganz cool, wie gesagt. Da ist der Weg nicht mehr gleich so vorhersehbar. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Ist eine ganz coole Sache. Verdammt! Geh da hoch! Dankeschön. Ist wie gesagt ein ganz cooles Feature, finde ich. Und das ist auch das, an das ich mich noch erinnere. Bewegen wir das. Und jetzt lassen wir noch ein bisschen Dunkelheit ab. Wohin wird uns das führen? Weg. Auf zur nächsten Winde. Es führt uns zur nächsten Winde. Die Winde hat letztes Mal funktioniert. Mal sehen, was dieses Mal passiert. Wir machen weiter. Machen weiter. So, da ist noch eine Kraftplatte. Ich sehe mich aber erstmal nochmal ganz oben. Ach, wie komme ich noch in dieses Fresko? Verdammt nochmal. Ich bin mittlerweile so weit oben. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ich glaube, da bin ich bestimmt schon dran vorbeigelaufen. Oder wir kommen da nochmal hin, mal schauen. Oh Gott. Jetzt tauchen die Dinger schon mitten im Flug auf. Ich habe das Gefühl, das wird mich noch ein bisschen frustrieren, früher oder später. Aber warten wir mal ab. So, da haben wir die nächste Energiekraftplatte gedöhnt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das nenne. Lila Platte des Todes. Das klingt gut. Nehmen wir die. Lila Platte. Oder die Blitzplatte. Ist ja ein Blitztruck abgebildet. So, gucken wir mal. Das war jetzt auch schon wieder fast eng, möchte ich sagen. Seid ihr bereit dafür? Tauchen natürlich auch nur die Platten auf, die man auch wirklich braucht, ne? Keine mehr. So, Winde wieder und wir winden uns wie so eine Schlange. Helft mir bitte! Und die Dunkelheit ist abgeflossen. Und es sieht so aus, als müssten wir jetzt wieder nach unten. Da hat sie geklingelt. Moment. Ich will mal kurz gucken, was da los ist. Boah, ey, den Geruch kriege ich nicht mehr raus. Ja, servus, ich bin wieder da. Pause zu Ende. Ey, mein Kumpel war gerade da. Hat sich kurz ein paar Sachen auf seinen Stick kopiert. Und, Alter, was hat denn der für ein Aftershave drauf? Das geht ja gar nicht. Boah, also, ey, Kay, falls du diesen Part siehst, Alter, mir fällt gerade mal auf, wie extrem dieses scheiß Aftershave ist. So, hier haben wir aufgehört, ne? Genau. Jetzt waren jetzt schon wieder 5 Minuten, Alter. Ich hab jetzt schon wieder... Ich misst, mein Gehirn ist wieder an. So ein Dreck. Es dauert jetzt wieder 10 Minuten, bis ich wieder im Let's Play-Modus bin. Für alle, die es nicht wissen, Let's Play-Modus bedeutet Hirn aus und labern. Und wenn Kumpel da ist, dann kann ich nicht hirnlos labern, weil dann ist mein Kumpel da. Wisst ihr, was ich meine? Was leuchtet denn hier auf einmal so? Okay, cool. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Pause war, weil ich habe auch vergessen, die Uhr mal zu pausieren. Von daher werde ich jetzt nicht diese Kraftplatte benutzen und planlos nach unten fliegen. Nee, ich werde... Wo geht's denn da eigentlich hin? Ist ja komisch, da kann man auch noch klettern. Ist ja mysteriös, ne? Nee, wir werden jetzt hier einfach mal an dieser Stelle einen Cut setzen. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin Oliver301 und sage... Wartet mal, wo geht's denn hier überhaupt lang? Ey, das ist ja so krass, die Scheiße hier. Das ist ja so viel Weg. Ich habe das Gefühl, dass das der Weg ist zur... keine Ahnung. Also, ich bin Oliver301. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Part und tschüss.